Storytelling is the essential human art. It's how we understand who we are. I don't mean to make it sound high flow. It's not. It's discipline. And repetition. And failure. And perseverance. And dumb luck. And blind faith. And devotion. Geschichten erzählen, die bedeutendste menschliche Kunst. Sie lehrt uns, wer wir sind. Das soll nicht hochtrabend klingen. Das ist es nicht. Es ist Disziplin und Wiederholung und Versagen und Durchhalten und schieres Glück und blindes Vertrauen und Hingabe. Wir sind aus eben solchem Stoff wie Träume und unser Leben ist eingehüllt in Schlaf. Das sagt der Prospero im Sturm, dieser alte Mann, der auf der Insel lebt. Denn er hat die stürmischen Zeiten schon hinter sich und er weiß, dass er nicht weiß. Ist das so? Heute noch? Ist der Mensch nur ein User, nur ein Konsument, nur ein Defizitverwalter, nur ein Jammerlappen? Kann der Mensch seine Träume wahr werden lassen? Kann er sie verwirklichen? Kann er Träume zur Wirklichkeit bringen? Du bist ein Traumtänzer, sagte mein Vater immer zu mir. Da war ich so alt wie die Preisträger, die wir heute ehren. Er hielt mir immer Predigten. Du bist ein Traumtänzer. Und tatsächlich, mit schlafwandlerischer Sicherheit bin ich hierher gelangt, bis heute hierher. Und das geht nur mit guten Freunden. Danke, dass Sie alle da sind heute. Herzlich willkommen zu dieser Preisverleihung der besonderen Art, Eckenroth-Art, die 23. Preisverleihung mit daheimgebliebenen Preisträgern. Die Zeiten verlangen das von uns. Und da draußen schauen nächste Woche Kinder, Familien, Freunde, hoffentlich, dass diese Preisverleihung tatsächlich stattgefunden hat. Wir haben noch etwas Neues in diesem Jahr. Wir haben zum ersten Mal einen Kooperationspartner. Und ich freue mich riesig, dass die Kollegin aus Wien, aus Berlin, aus Wien, das war ein freudscher Versprecher, die Zara aus Wien ist leider nicht da. Die grüßt dann nochmal extra, weil hier unten haben wir keinen Empfang für Skype, aber aus Berlin ist angereist die Dr. Alisa Jung von Pen, Paper, Peace. Und das Geniale ist, Pen und Paper ist unser Logo. Und Pen und Paper haben die schon im Titel. Alisa? Hallo, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung, Marie. Ich freue mich ganz doll, heute hier zu sein. Wie ich schon gesagt, ich bin Alisa Jung, ich bin Schauspielerin, Autorin auch ein bisschen und bin die Vorsitzende vom Verein Pen, Paper, Peace. Und Pen, Paper, Peace im Namen Stift und Papier, weil wir fest daran glauben, dass man mit Stift und Papier den Frieden stiften kann. Also wir haben Projekte in den ärmsten Ländern dieser Welt. In Haiti unterstützen wir 2 Grundschulen und in Honduras unterstützen wir eine Kindertagesstätte für Kinder alleinerziehender Mütter, damit die auch ihre Ausbildung weitermachen können. Also sozusagen Bildung auf einem Grundniveau. Aber wir kümmern uns eben auch um Bildung in Deutschland. Da ist uns das globale Lernen ganz doll ans Herz gewachsen. Also Kindern und Jugendlichen eine politische Verantwortung, eine globale Perspektive auf diese Welt mitzugeben. Ja, und vor einem Jahr erreichte mich eine Mail von Madeleine Lienhardt. Und ich hatte in einem Interview über einen Film, ausgestrahlt wurde, mehrfach das Wort Seele benutzt, was den Moderator sehr irritierte. Das war im so deutschen Sprachgebrauch so ein bisschen zu viel, glaube ich, für so einen normalen Moderator. Aber Madeleine Lienhardt gefiel das sehr, 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 sehr. Und daraufhin hat sie sich bei mir gemeldet, hat sich irgendwie gedacht, wer so redet, der kann kein schlechter Mensch sein, keine Ahnung. Und wir haben uns getroffen und haben ganz, ganz schnell festgestellt, dass wir gemeinsame Leidenschaften haben. Also eine Leidenschaft für die Sprache, eine Leidenschaft für Kunst und Kultur und eben auch die Leidenschaft der Förderung von Kindern und Jugendlichen. Und dann ist ganz schnell eigentlich schon in einem Gespräch klar geworden, wir wollen das zusammen machen und so durften wir zum ersten Mal jetzt als Kooperationspartner mit dabei sein bei diesem wundervollen Schreibwettbewerb. Und es war eigentlich halt geplant, einen deutsch-haitianischen Schreibwettbewerb zu machen. Wir wollten auch in den haitianischen Schulen den Schreibwettbewerb durchführen.
Da waren leider Straßenproteste erst ein Grund für Schulschließungen, dann waren die Schulen 2 Wochen offen und dann kam die Pandemie. Von daher war es ganz schwer, an die Kinder dort ranzukommen. Ich bin aber trotzdem total glücklich, dass wir diesen Schaffelwettbewerb so in Deutschland durchführen konnten. Und noch glücklicher bin ich, dass ich Teil der Jury sein durfte und diese ganzen wundervollen Texte lesen durfte. Es hat mich wirklich, also es klingt jetzt auch wieder hochtrabend, es hat mich bereichert in meinem Leben, diese Texte lesen zu dürfen. Weil es waren so, so tolle, fantasievolle Texte dabei und so politische zum Teil auch und so ehrliche. Und es hat mir zum einen Kraft gegeben für unsere Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu sagen, okay, das ist es wirklich wert, mit denen zu arbeiten. Und zum anderen hat es mir auch ganz persönlich Kraft gegeben, weil ich gesagt habe, wenn da so viele tolle, und jetzt gucke ich in die Kamera, tolle junge Menschen da draußen sind, die so einen tollen Blick auf diese Welt haben, dann kann es noch nicht ganz zu Ende sein in dieser ganzen furchtbaren Zeit. Dann haben wir irgendwie noch Hoffnung und eine schöne Zukunft vor uns. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Herzlich gerne, ich freue mich riesig, bleiben Sie bei mir. Ich stelle mich nur ein bisschen über, dass ich nicht so klein bin. Träume verwirklichen. Hier ist ein Mensch, der Träume verwirklicht. Das Wort Seele war nicht das einzige Wort, das mich bannte. Es bannten nicht die gescheiten Gedanken um dieses Wort. Und tatsächlich, das ist auch das, was ich hier unseren Stipendiaten immer sage, wir bewegen uns hier nicht im Erhabenen, weil wir kennen, was vom Banalen zum Erhabenen für ein Weg ist. Und der muss beschritten werden. Und das ist auch zum Thema Träume verwirklichen zu sagen. Denn in Träumen, im Traum beginnt Verantwortung, hat mal eine Kurzgeschichte sogar geschrieben. Also tatsächlich, wenn ich etwas unbedingt will, dann muss ich ja schauen, dass ich es durchsetze. Dann muss ich Verantwortung übernehmen, tragen, auf mich nehmen, was auch immer. Und wie mühsam das sein kann im Leben. Und hier ist es auch schön fürs Geschichtenerzählen. Das hatten wir am Anfang in diesem Cranston-Zitat gehört, was da alles dazugehört. Und eben nicht locker flockig und ich mach mal so drauf los ein bisschen, sondern es sind die Dinge, die wir zu ertragen, zu tragen und auszuhalten haben, die uns bereichern im wirklichen Sinne, die uns erfüllen und nicht nur mal schnell von einem Kick zum nächsten jagen. Jetzt, ihr lieben Preisträgerinnen und Preisträger, die ihr heute leider nicht da sein könnt, kommen Lea und Hanna nochmal hierher. Dürfen sich auch vorstellen, damit ihr wisst, von wem wir sprechen. Ich bin Hanna Wachter und 15 Jahre alt und ich bin seit 3 Jahren hier in Eckenroth. Ich kam über auch den gleichen Nachwuchspreis hierher und mein Thema war damals meine Sprache. Ich bin Lea Bobe, ich bin inzwischen 17 Jahre alt. Ich kam 2014 auch über den Preiswettbewerb hierher und schrieb dann viele Jahre im Stipendium hier. Und bin seit diesem Jahr im Eckenroth Autorenteam und darf damit schreiben und außer diesem Jahr Assistenz im Office. Und dieses Jahr war auch ganz besonders für mich, denn mit Abschluss meiner Schule durfte ich Jury sein für euch, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, und durfte auch all die wunderbaren Texte lesen und mich davon bereichern lassen. Okay, dann legt mal los. Die Namen habt ihr. Ihr Lieben, wir haben 2 Juroren da. Ja, wir dürfen die Jury-Statements sozusagen benennen. Wir fangen von hinten an oder wie weit? Macht, was ihr wollt, aber von hinten ist die Gewohnheit hier. Wir fangen sozusagen mit Adrian Seidenberg an, der uns die Geschichte Der Mann aus der Zukunft zum Lesen gegeben hat und uns sehr erfreut hat, weil es eine wahnsinnig fantasievolle Geschichte war, die wirklich mit dem Thema mein Traum für die Zukunft ganz, ganz fantasievoll umgegangen ist. Sehr, sehr toll. Das ist dein Preis, den ich hoffentlich dann bald erreichen will. Und der besteht woraus? Woraus besteht er denn? Der besteht aus, wir haben so eine kleine Sammlung gemacht. Zum einen gibt es von Pim Pappies ein leeres Buch, ist zum die selber reinschreiben. Mit einer, ja, mit ich ihr, die bei uns in die Schule geht in Port au Prince. Ja, sehr süß. Einen kleinen Bleistiftball mit Stift und Papier. Können wir Frieden schaffen. Und dann bist du selber da. Von Grillparzer haben wir Der Traum, ein Leben. Und von Calderón de la Barca haben wir Das Leben ist ein Traum. Und was ihr mit der Verantwortung macht, werdet ihr sehen. Laut lesen, immer laut lesen. Schwere Sprache, uiuiuiui.
Und der Lorbeerzweig, der wächst in Eckenrot. Für euch. Wir gehen uns einfach sozusagen. Genau. In die Kamera hinein. Dann mache ich gleich weiter. Ja, ne? Weil dann hatten wir, ich hoffe, ich spreche den Namen nicht falsch aus. Quirin Clemens Festner? Oder Quirin? Quirin. Ja, also ich würde Quirin, bayerisch, Quirin. Quirin. Ja. Genau. Der uns mit seiner Geschichte Schlimme Träume auch sehr, sehr beeindruckt hat, weil er einfach eine ganz kraftvolle Erzählweise in seinem doch noch jungen Alter hat. Sehr jung. Ja, ja. Wirklich Wahnsinn. Reiche den Preis einmal virtuell herüber. Laura, jetzt wollte Lea den nächsten übergeben. Auf meiner Liste wäre jetzt Selina, oder? Genau, die Selina Yildirim mit ihrem sehr vielfältigen Text beschäftigt sich mit unfassbar vielen Themen und sucht dabei ihren eigenen Standpunkt auf. Und der nächste Preis geht damit an Selina Yildirim. Ihr könnt ein bisschen klatschen. Ja. Ich denke doch die ganze Zeit, irgendwas fehlt mir. Doch! Ihr seid doch aktive Mitglieder. Wir haben gerade zugehört. Ja, das ist ja auch schön. Der nächste Text erreicht uns von Esra Yanik-Olu. Und Esras Text ist eine Ode ans Schreiben und ans Lesen. In seinem Text wird ein ganz großer Drang an und Wille zu schreiben klar. Und auch er spricht davon, etwas selber tun zu wollen als Esra. Sie. Esra ist ein Mädchen. Achtung, Verzeihung, Fehler vom Abend. Esra. Ich konnte es noch nicht verraten. Esra, unser Mädchen. und sie spricht selber davon, selber etwas tun zu wollen, auch als so junger Mensch. Das hat sehr beeindruckt, dieser Preis. Ja, man hat gesagt, die Geschichte von Esra war eigentlich wie so eine Zusammenfassung. Die Geschichte von Esra war so wie so eine kleine Zusammenfassung von unserer gemeinsamen Arbeit. Eigentlich sozusagen, was macht das Lesen aus einem Menschen, was macht das Schreiben aus einem Menschen? Es war wirklich ein toller Text. Also so eine Überschrift für unsere Wettbewerb. Ja, dann haben wir hier stehen, ein Text erreicht hat uns Mein Traum für eine bessere Welt von Lilly Wunderer, der uns auch unheimlich beeindruckt hat in seiner, es war eigentlich wie eine bestechende politische Rede in einer ganz klaren Art und Weise. Und das in so jungen Jahren, das hat uns auch sehr begeistert. Bitte sehr. Klatschen, klatschen, klatschen. Ich wollte noch so ein Schild machen. Applaus, Applaus, Applaus. Wenn der Lorbeer wieder oben ist. Der nächste Text ist von Ciao an Türke. Mädchen. Ein Mädchen. Unsere beiden Jungs sind schon durch. Das Rest sind Mädchen. Und ihre Geschichte gibt Einblicke sowohl in das europäische Leben als auch in das asiatische Leben. Und das hat uns sehr beeindruckt. Und somit geht das an das nächste Mädchen. Dann das nächste Preispaket geht an Nele Stehling, die ihren Text Die Hoffnung auf ein besseres Leben für alle bei uns eingereicht hat. Und das war eine ganz, ganz tolle Erzählung, die ganz persönlich erzählt und auch nicht wegschaut, also wirklich hinschaut, wo es weh tut eigentlich. Und das hat uns sehr beeindruckt. Danke. Ich bin hier schon wieder die Nächste. Sarah Schütz bekommt heute auch einen Preis für ihren Text Meine Zukunft, ein Meer an Möglichkeiten. Auch das ein ganz, ganz persönlicher, ein ganz, ganz ehrlicher Text, der sich auch gewagt hat, politisch zu sein. Also auch dafür Hut ab. Der nächste Text ist von unserer Preisträgerin Johanna Schrauder. Und Johanna überwindet in ihrer Preisgeschichte wirklich ihre Komfortzone. Und das tut sie erzählend mit einer sehr bildlichen und bildlichen Sprache direkt unmittelbar. Und dabei hat ihre Geschichte eine ganz wundervolle Botschaft. Danke dafür. Wieder leer. Genau, wir machen gleich weiter. Das ist die Clara Pin.
mit ihrer Geschichte Hoffnung. Und sie erzählt differenziert, erzählerische Sprache. Und es gibt wirklich Hoffnung, der Text, mit einer ganz persönlichen Blickwinkel doch. Und auch einem spannenden Textaufbau, wie wir ihn so noch nicht gesehen haben. Danke. Es ist in diesem Jahr eine besondere Situation. Wir wussten nicht, als wir im Januar ausgeschrieben haben, dass wir so ins Schwarze treffen. Mit der Aufgabe, mein Traum für die Zukunft. Und wir hier in Eckenroth wollen, und das will auch Pen Paper Peace, Alissa will das auch, das hat sie ja schon gesagt, wir wollen den Kindern Mut machen, Mut mitgeben. Die dürfen auch mal Wut haben. Aber dann muss aus der Wut Mut werden. Das ist wichtig, sich nicht unterkriegen zu lassen. In diesen Zeiten. Ihr habt zu lesen, ihr habt nachzudenken und ihr habt nach Eckenroth zu kommen. Ich freue mich, wenn ihr kommt. Jetzt darf ich noch grüßen von Dr. Elmar Wintersohle, der hier im Vorstand ist, der auch in der Jury war und der eben genauso hingerissen war wie die beiden Juroren, die er gerade gehört hat, von der Bedeutsamkeit, von der Dimension, von der Tiefe der Texte, die wir zu lesen hatten. Und es waren viele, viele gute, schöne, reiche, gedankenvolle Texte dabei. Und das Allerbesonderste ist, wenn ihr und die meisten, auch der Texte, die jetzt hier nicht prämiert wurden, schreiben tatsächlich davon, was kann mein eigener Beitrag sein. Und das ist das Entscheidende, dass wir einen Beitrag leisten. Jeder an seinem Platz kann das. Dr. Elmar Wintersohle lässt herzlich grüßen. Wir machen aber auch noch einen kleinen Take mit ihm demnächst und den werden wir dann auch noch veröffentlichen. Und dann werdet ihr auch noch ihn hören, weil er spricht wunderbar. Und er wird euch dann etwas über Buchstaben erzählen. Wer weiß denn, wo dieses Wort herkommt? Könnt ihr schon mal recherchieren. Jetzt habe ich die große Freude. Es gibt noch einen kleinen... Bin ich schon damit dran jetzt? Ja? Oder habe ich was übersprungen? Nee. Es ist ausnahmsweise immer so, dass mir alles einfällt zur richtigen Zeit. Guten Tag. Wir machen jetzt Folgendes. Wir haben jetzt eine Uraufführung. Eine kleine Präsentation. Passt sehr gut zum Thema. Denn tatsächlich, wir wollen die Kinder früh erreichen. Und zwar haben wir uns jetzt was überlegt und auch schon gestartet, das zu erarbeiten. Wie früh können wir Kinder erreichen und wodurch? Und Kinder, wenn sie heranwachsen, spielen. Und Spielen für Kinder bedeutet ausprobieren, kennenlernen, besser werden. Wenn wir das beibehalten im Leben, dann spielen wir immer. Und dann werden wir eben immer herausgefordert, wieder etwas kennenzulernen, wieder etwas auszuprobieren und wieder etwas besser zu machen als vorher. Das ist unser Anliegen. Einige da draußen kennen sie vielleicht noch nicht. Meine Gäste hier werden sie kennen, die Ringparabel aus Lessings Nathan der Weise. Da geht es um den Gedanken der Versöhnung. Und wie wichtig Versöhnung ist, erleben wir jetzt gerade wieder in diesen Tagen weltweit, auch vor Ort, vielleicht in der eigenen Familie, vielleicht im Freundeskreis, vielleicht in der Klasse, in der Schule, im Büro, wo auch immer. Versöhnung ist das wichtige Thema unserer Zeit, aus unserer Sicht. Und daran arbeiten wir, einen Beitrag zu leisten. Und im Herbst konnten einige Stipendiaten zu dieser Ringerzählung eine sogenannte Kondensfassung schreiben. Wie kriege ich eine lange Erzählung in eine Kurzversion, damit ich die Geschichte darstellen kann, sagen kann, was geht in der Geschichte vor. Und dann kam die Idee zu sagen, können wir die Kinder schon erreichen, wenn die nur ein Bilderbuch angucken können und nur auf die Seiten rumbeißen? Und das haben wir ausprobiert. Und das Ergebnis wird jetzt mal vorgetragen. Ihr seid wieder beteiligt an einem Experiment. Und ich bitte meine beiden Mädels, sich jetzt hier niederzulassen. Und unser, ich sag noch nicht, wie es heißt, das überlasse ich euch, unser Bilderbuch zu präsentieren. Thank you.
Papas Regenbogenring. Ein Bilderbuch. Erstes Bild, Doppelseite. Wüste, Palme, Sonne, Kamel, Mistkäfer. Es war einmal im fernen Orient. Zweites Bild, Doppelseite. Haus, Papa Abi Avram, seine drei Söhne spielen. Da lebte Papa Abi Avram mit seinen drei Söhnen. Namen der Söhne? Salama, Ibrahim, David. Drittes Bild, Doppelseite. Haus, Papa Abi Avram, er trägt einen Ring, dessen Edelsteine in der Sonne schillern. Bilddetail, Hand mit Ring, der wie ein Regenbogen schillern kann, abhängig vom Winkel der Sonne. Papa Abi Avram besaß einen Ring, der 100 schöne Farben spielte. Viertes Bild, Doppelseite. Haus, Papa Abi Avram, das Volk in allen Hautfarben, in unterschiedlichen Trachten, bringt Geschenke, jubelt ihm zu. Das ganze Volk bewunderte und liebte Papa Abi Avram. Avram, wir lieben dich! Avram, wir bewundern dich! Fünftes Bild, Doppelseite. Papa Abi Avram, Papa Abi Avrams Söhne spielen am Fluss. Und Papa Abi Avram versprach jedem seiner drei Söhne seinen einzigen Ring. Du, Salama, mein Ältester, du bekommst einmal diesen Ring. Danke, Vater! Du, Ibrahim, mein Zweitgeborener, du bekommst einmal diesen Ring. Oh, schön! Du, David, mein Jüngster, du bekommst einmal diesen Ring. Ich freue mich. Sechstes Bild, Doppelseite. Die Werkstatt des Juweliers. Papa Abi Avram errötet verlegen. Große Fragezeichen. Avram hält den Ring dem Künstler entgegen. Papa Abi Avram war sehr aufgeregt. Oh weh, oh weh, oh weh. Plötzlich hatte Papa Abi Avram eine Idee. Papa Abi Avram flüstert dem Juwelier etwas ins Ohr. Siebtes Bild, Doppelseite. Der Künstler schwitzt, bearbeitet Edelsteine, schmiedet Gold, Funken sprühen. Und der Juwelier, welcher ein wahrer Künstler war, arbeitete Tag und Nacht. Achtes Bild, Doppelseite. Künstler zeigt Papa Abi Avram ein geschlossenes Kästchen. Zwei Details. Künstler enthüllt drei identische Ringe. Die Ringe erstrahlen wie identische Regenbogen. Mein Ring, mein Ring. Wo ist mein Ring? Neuntes Bild. Papa Abi Avram ruft den erwachsen gewordenen Salama zu sich. Papa Abi Avram gibt Salama den Ring, macht eine segnende Geste über Salama. Salama, komm herbei. Nimm diesen Ring, welchen ich dir einst versprach. Von nun an soll er dein Ring sein. Gehe nun hin in Frieden, mein geliebter Sohn. Möge die Sonne dich auf deinen Wegen begleiten. Zehntes Bild. Papa Abi Avram ruft den erwachsen gewordenen Ibrahim zu sich. Papa Abi Avram gibt Ibrahim den Ring, macht eine segnende Geste über Ibrahim. Ibrahim, trete näher. Mit frohem Herzen überreiche ich dir den Ring. Er ist nun dein Ring. Möge Freude und Frieden dir vorangehen, mein geliebter Sohn. Elftes Bild. Papa Abi Avram ruft den erwachsen gewordenen David zu sich. Papa Abi Avram gibt David seinen Ring, macht eine segnende Geste über David. David, husch, husch! Schau, wie wundervoll der Ring ist. Der Ring gehört nun dir. Lasse den Frieden dein Wegbegleiter sein, auf ewig, mein geliebter Sohn. Zwölftes Bild. Die drei erwachsen gewordenen Söhne, das Volk in allen Hautfarben, in unterschiedlichen Trachten, jubelt ihnen zu, trägt Körbe voll mit Essen und Kostbarem herbei. Drei Details. Hand mit Ring. Jeder Ring schillert im Licht der Sonne wie ein Regenbogen. Aus dem Regenbogen erhebt sich ein Symbol. Salamas Hand. Der Halbmond. Ibrahims Hand. Das Christusmonogramm. Davids Hand. Der Davidstern. Und jeder Sohn entdeckte in seinem Ring ein wunderschönes Zeichen.